Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu meiner Folge Agitörne, Gaia, Paradas, alles zusammen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Und ich würde mich sehr freuen, Leute, wenn ihr so weitermacht und weiter so auf den Like-Button rumhaut, wie bisher, wie ich gerade auf Super Coco hier rumhaue. Das wäre sehr wichtig und das würde mir sehr helfen und das wäre sehr, sehr lieb von euch. So, und wir hatten heute ja schon was geplant, nämlich, dass wir unseren wunderschönen Spektral-Wax, den wir letztes Mal bekommen haben, ein bisschen ausführen werden. Den Plan haben wir immer noch, den werden wir später auch ausführen. Ich habe noch ganz viele andere Pläne. Aber erstmal wurde mein Plan durchkreuzt von etwas, was ich direkt von meiner Base gesehen habe. Nämlich rennen wir mal einmal hier lang oder fliegen einmal hier lang. Und hier irgendwo, ja, genau hier ist ein Demonic Ovis. Und Demonic Ovis sind, glaube ich, also ich habe es gehört, dass sie ziemlich OP sein sollen. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß einfach gar nicht mehr, wie stark die sind. Aber wir wollen auf jeden Fall so ein Ding haben. Und ich habe in der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, ganz schön viele Spirit Wyvern gekillt. Richtig viele Spirit Wyvern gekillt. Und wir haben Demonic Kibbe genug am Start, Elemental Kibbe genug am Start und Celestial Kibbe. Alter, das ist jetzt alles genau 12. Als ob das immer gleich droppt. Ich meine, ich habe von denen 10 bekommen und von denen 8 oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich nicht mehr so viele. Und jetzt können wir den hoffentlich zähmen. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, musst du den ausknocken oder muss man. Wo ist denn eigentlich Passive Tames? Ich würde jetzt einfach mal vorsichtshalber einfach mal hinlaufen und hoffentlich nicht auf den Sack bekommen und gucken, ob das ein Passive Tame ist. Du bleibst auf meiner Schulter. Aber ich denke mal nicht. Hey, na? Wie geht's dir? Wie geht's deinem kleinen Plüschpopo? Oh doch! Aua! Nein! Au! Au! Nein! Au! Ah! Ich brenne! Okay! Nein! Aua! Okay, das war aber richtig! Oh mein Gott, ist der schnell! Ist der schnell! Der geht ab wie Schmidts Katze! Was ist da los, Alter? Aber, das war richtig! Ich konnte ganz kurz dem Kippe geben. Bist du immer noch Akku? Hey, bist du ja lieb, ne? Ja, hast mich aus den Augen verloren, Kollege. Aber jetzt bin ich undercover unterwegs und geh dir wieder an einen Plüschpopo. Aber diesmal ohne, dass du mich siehst. Hoffentlich. Junge, ist der ausgerastet. Okay, ich habe richtig Angst jetzt. Ha! Du hast richtig gesehen, okay. Din, 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 din. Oh, hör auf, dich so zu drehen. Hör auf jetzt. Alter, ein Kibbel hat gereicht. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bräuchte mehrere. Da bin ich ganz froh, dass ich nur einen brauche. Oh, guck die doch an, der ist so süß. Naja, süß nicht. Du siehst aus wie ein Teufel. Aber du bist auch ein bisschen süß. Ein bisschen teuflisch süß. Oh mein Gott, wir haben ihn. Oh, der ist so schnell. Der ist so schnell. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich den Rex ausprobieren, aber jetzt will ich unbedingt dieses Schaf ausprobieren. Wir sind in einer Zwickmühle, Leute. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal das Schaf mit. Das finde ich gerade interessanter. Können wir dich greifen? Können wir nicht? Doch, können wir. Easy. So, wir schleppen dich mal eben nach Hause. Ich fühle mich richtig wohl in meinem neuen Zuhause, muss ich sagen. Das ist viel schöner als vorher. Hier ist alles so schön geordnet und wenn man hier so lang guckt, sieht einfach alles mega schön aus. Ich freue mich richtig. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir werden wahrscheinlich nochmal irgendwie einen Baustream dazwischen schieben irgendwann in nächster Zeit, dass wir nochmal ein bisschen weitermachen können und alles noch ein bisschen schöner machen können. Ich finde es auf jeden Fall sehr knorke hier. Knorke ist kein schönes Wort, ich weiß, tut mir leid. Und was ich eigentlich noch geplant hatte, was ein Zuschauer auch in die Kommentare geschrieben hatte, dass ich doch einfach die Wyvern hier einmal klonen könnte und dann das Geschlecht wechseln könnte und dann die miteinander paaren könnte. Das Ding ist, ich habe mal so überlegt, ich könnte die auch einfach nur klonen. Das wäre auch mega klug, weil wenn ich die dann entwickle, dann kriege ich ja sowieso eine neue Wyvern und dann steht da ja nicht mehr Klon hinter. Weil mich hätte nur gestört, dass da halt hinterher die ganze Zeit Klon hintersteht, hinter dem Namen. Aber wenn ich die entwickle, ist das ja egal, weil dann steht da nicht mehr Klon hinter. Das ist auf jeden Fall der Plan. Könnte sein, dass wir die einfach nur klonen werden. Obwohl ich würde wahrscheinlich auch einmal Babys machen, weil ich gerne sehen will, wie die Prime Wyvern Babys aussehen. Sind bestimmt voll süß. Okay, ja, ich würde sagen, Leute, ich warte mal, bis Tag ist und dann treffen wir uns mit unserem Ovis. Vielleicht irgendwo, wo es ein bisschen cooler ist, wo ein bisschen mehr Gegner sind und ein bisschen Herausforderung für unseren neuen Superlord. Okay, Leute, bis gleich. Leute, da sind wir wieder. Es ist Tag und wir können hier schön mit unserem Schaf rumreiten. Da, normaler Schlag, 44.000 Schaden. Und, oh mein Gott, du hast es überlebt. Was bist du für so ein super Schaf? Ah, du bist so ein Lambert-Dingsbums. Weg mit dir. Gib mir deine Farben, die ich gar nicht haben will. Rechtsklick, 126.000 Schaden. Das ist so extrem viel. Das ist richtig viel. Das ist mehr als unser Celestial Beauty, glaube ich.
Ja, schade. Guter. St Vor allem, der ist nicht mal. Was war der Level? 400 war der. Und unser Yuti war 600. Der könnte übertrieben stark werden. Also richtig übertrieben stark werden. Welches Level bist du? Nur 200. Ich will unbedingt so ein Ding haben. Ich finde das mega schön. Da kriegt alle einen Schlag, wenn ich keine Cooldown mehr habe und das einsetzen kann. Ah, jetzt. Dankeschön. Ich wollte schon sagen. Woran hat's gelegen? Wer greift mich da an? Willst du das wirklich, Dillo? Du willst das nicht. Dillo? Okay, das hat mega lange Cooldown, aber das wäre wahrscheinlich auch viel, viel, viel zu OP, wenn man das die ganze Zeit spammen könnte. So, dann machen wir mal einen Level-Up-Counter rein in den guten. In die gute Stute. Da, zack. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, dass ich ein Spirit Orb gecraftet habe. Das Ding brauchen wir, um eine Spirit Wyvern zu zähmen. Also, wenn nächstes Mal eine spawnt, wird die gezähmt, Leute. Also, nicht wenn die so mega kack Level ist, aber. Wenn die über 200 ist oder so, dann wird die gezähmt. Müssen wir mal drauf achten. Wenn wir eine sehen, ich bin mega gehypt drauf. Ich freue mich mega drauf. Und wir haben auch genug Zeit. Die hat noch 14 Tage oder so, bis die ausläuft. Also alles easy peasy. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass heute ein Sonntag ist und dass ich auf einem Sonntag ein Video bringe? Das mache ich nie. Am Wochenende mache ich nie Videos. Aber ihr seid in letzter Zeit, seid ihr echt richtig krass drauf. In den Streams wie auch bei den Videos, Mann. Und ich habe mir gesagt, wisst ihr was? Dieses Wochenende ziehe ich komplett durch. Videos das ganze Wochenende. Ich dachte, das wäre mal eine ganz nice Idee so. Weil es ist einfach echt krass im Moment. Ich freue mich richtig, Leute. Vielen lieben Dank. So, dann gehen wir mal hier lang weiter und ballern den Kollegen hier auch weg. Du hast keine Chance, Junge. Wow, ja, stimmt. Ich kann ja nicht wieder angreifen. Okay. Du hast echt keine Chance. Das ist das Ding. Keiner hat eine Chance gegen mein Schaf. 800.000. 800.000 ist nicht schlecht, aber auch nicht so heftig gut, oder? Ich. Hör jetzt auf! Da springt mein Schaf hoch. Hat er einen C-Angriff? Naja, kein C-Angriff. Aber der braucht auch nicht noch einen Angriff. Also, der. Junge, wir sind ausgelevelt, okay. Aber wir hatten ja auch noch nicht so viel gelevelt. Das fällt mir auch gerade mal auf. Und wir können halt in der Dino Station wahrscheinlich noch ordentlich was rausholen. Also wirklich ordentlich was rausholen. So. Ja, hau halt weiter auf mir rum. Juckt mich nicht, Junge. Juckt mich nicht. Okay, du machst mir noch ein bisschen Schaden. 3,3 Mille. Auf dem Schaf. Aber ich brauche mir nicht so viel mehr Movement Speed. Hört auf zu quälen. Bitte. Ich mache eben einen Dino-Aid rein. Ich habe immer so Sorge, dass er mir wegstirbt. 82 Millionen. Oh mein Gott, das ist halt so krass. Das ist halt so ein krasses Schaf. Warum ist ein Schaf so stark? Und warum muss ich immer meine Dino-Aid wieder suchen? So, zack, packen wir gleich 14 Stück rein. Ich denke mal, den benutzen wir vielleicht sogar noch ein bisschen öfter. Ich finde den echt nice. Ich finde den richtig nice. Movement Speed mäßig? Ja, ist schon fast zu schnell. Oh mein Gott, du bist echt ein bisschen fix unterwegs. 3,3 Millionen ist halt unnormal, Mann. Junge, ab und zu backt das voll rum. Seht ihr das? Da sehe ich seine Füße kurz von unten. Ich weiß nicht, was das für ein Quatsch ist, aber das muss anscheinend so. Und 1,1 Millionen mit dem normalen Angriff? Oh je, ne? Hätten wir vielleicht zähmen sollen. Ich habe übrigens noch was anderes gesehen, was ich unbedingt zähmen wollte. Nämlich ein Prime Spino. Der war Level 580. Der war irgendwo in der Wüste. Ich denke, den würden wir easy wiederfinden. Ach komm. Mache ich halt mit Rechtsklick, wenn ich schon nicht treffe. Ah, schade. Was hast du gedacht, hä? Dass du dich mit meinem Schaf anlegen kannst oder was? Kannst du nicht, Junge. Ich liebe dieses Schaf jetzt schon. Mein neuer bester Freund. Er ist auch so süß. Ah, wenn ihr einen Namen für das Schaf habt, gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre ja ganz lieb von euch. Dann suche ich mir da einen süßen, knuffigen Namen aus für unser Schäfchen. Oh, können wir das in der Luft machen? Können wir, aber wir treffen nicht. Oh nein! Absteigen, okay. Ich will keinen Fallschaden bekommen. Level 1096 ist er jetzt schon. Und ich glaube, wir teleportieren uns mal eben nach Hause. Wir halten uns schon wieder viel zu lange mit unserem Schaf auf, obwohl wir eigentlich doch so viel anderes vorhatten. Treffe ich die irgendwann? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich wollte den nämlich zumindest noch upgraden und gucken, wie viel der dann macht. Weil ich glaube, wir können da echt noch einiges rausholen. Oh mein Gott, nein, bitte. Passiv, passiv. Bleib einfach mit mir hier drin, okay? Okay. Oh Gott, der Griffin auch direkt in uns. Okay, wir haben alles im Griff. Und die Dämonic Kibbe. Die packe ich mal wieder in mein Inventar. Nicht, dass ich die irgendwie aus Versehen mal esse oder sowas. Ihr kennt mich ja. Ich bin Profi im tollpatschig sein. Dann brauchen wir diesen komischen Ball, den ich nie in meinem Inventar finde.
Zack. Oh, der ist noch nicht ganz ausgelevelt. Nein, wir müssen ihn nochmal rauspacken. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da. Okay, wir müssen dich komplett ausleveln. Hä? Der ist jetzt geschoren. Unser Schaf ist geschoren. Warum? Warum bist du jetzt geschoren? Wir haben dich nur in unseren Ball reingepackt. Okay, jetzt ist der komplett ausgelevelt. Oh nein. Du sahst vorher. Oh, du siehst jetzt auch süß aus. Ah, du siehst echt süß aus. Ah, ich könnte mich dran gewöhnen. Okay, lassen wir so. So, jetzt müssen wir halt wieder diesen Ball suchen. Ich könnte auch einfach mal mein Inventar anders sortieren oder vielleicht einfach mal komplett aussortieren. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee. Aber man kriegt einfach so viel Quatsch gedroppt hier, dass das unmöglich ist, sein Inventar sauber zu halten. Das ist wirklich unmöglich. Wo bist du? Da. Zack. Upgrade Dino. Gesundheit. Zack, komplett hoch. Guckt euch das an! 75 Milli von 255. Da geht noch so viel. Und Imprint. Ich mach das mal so. Wir klicken mal einzeln, weil letztes Mal hatte ich irgendwie 101 Imprint. Das fand ich irgendwie ein bisschen unheimlich. So. Unsere Stat-Tokens, die gehen halt da durch wie sonst was, aber wir müssen halt, Leute, wir müssen halt. Ovis, warum ist das so schwer alles zu finden? Unser geschorener Ovis, wie stark bist du jetzt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Bist du jetzt. Oh, wie schön der jetzt glitzert oben drauf. 9,6 Millionen! 9,6 Millionen! 3,4 mit dem normalen Angriff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hüpft einfach und alles ist tot. Also es ist wirklich alles tot. Ich glaube, es gibt einfach nichts, was das überleben würde. Nicht mal du, Mr. Basilisk, dessen Augen außen. Oh mein Gott. Okay. Haha, ausgewichen. Was hast du jetzt, hä? Nichts macht ihr jetzt. Easy. Alter, ich bin. Junge, dieses Schaf ist so schnell und so stark. Wir müssen immer gegen die Eternal-Bosse kämpfen lassen, vielleicht. Was haltet ihr von der Idee? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Können wir vielleicht mal machen. Wir können auch mal wieder Full Move und Speed Didos machen. Können wir eigentlich auch mal wieder machen. Ich hab halt so viele Ideen, ne, was wir noch machen können. Ich habe echt so viele Ideen. Aber den packen wir jetzt erstmal zurück. Und ich würde sagen, ich fliege jetzt Richtung Wüste und gucke mal, ob ich den Spino wieder finde. Oh, wo stellen wir den eigentlich hin? Wir stellen ihn, glaube ich, rein. Der ist halt so süß. Der muss eigentlich in unser Haus. Passt du hier durch? Ja. Hier so in die Ecke vielleicht. Kriegen wir dich halbwegs eingeparkt. Nicht so widerlich. Okay, ja, ich fliege in die. Oh mein Gott. Lass mich raus. Oh, du bist so süß. Okay, wir fliegen in die Wüste, gucken, ob wir den Spino wiederfinden und dann sehen wir uns den Kollegen. Bis gleich. Leute, da sind wir wieder und wir haben den Spino wiedergefunden. Zum Glück. Und da, Level 85. Seht ihr das? Einfach ein Träumchen. Was ist das da für einer? Flaming Gigantopithecus? Was bist du? Warum sind hier so viele komische Sachen? Ah, Guardian Megalosaurus? Kann man den zähmen? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, war das einer von den Bossen? Nee, das war keiner von den Bossen. Oh nein, gegen was kämpfst du? Hör auf, Spino! Nein, 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 Spino, mach keinen Scheiß. Nein, 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 du bist unser. Nein. Koko, schnell, du bist dran, schnell. Koko, wir müssen ganz viele Sachen betäuben. Okay, bist du bereit? Ja, du bist bereit. Okay, du hast schon wieder Hunger, das ist nicht schlimm. Okay, du hast gewonnen. Schön, Spino. Freut mich. Du hast 6 Millionen Topo, das ist ganz schön kacke viel. Ich hoffe, das weißt du. Wir haben wieder kein Prime mit dem Inventar. Koko hat immer Hunger. Naja, hier. Willst du nicht mal angreifen? Okay, der schreit nicht und so. Ich glaube, der ist ein bisschen buggy durch das TLC. Weil der schreit anscheinend schon, aber der macht halt nichts. Und der hat halt gar keine Geräusche. Und der weiß doch nicht wirklich. Oh mein Gott, ich hoffe, wir können den überhaupt benutzen. Ich habe das ungute Gefühl, wir können den nicht so wirklich benutzen. Vielleicht. Koko, gib ihm. Easy. Der ist down, was bist du? Noctis Tabajara. Bleib hier! Ah, nehmen wir auch mit. Der ist halt Level 60, so. Level 60 ist halt ein bisschen sehr schwach. Wir können ihn halt upgraden, wenn wir wollen. Ich finde halt die Farben so schön. Ich liebe Tabajara sowieso. Vielleicht habe ich sowieso bald Dino-mäßig eine richtig, richtig, richtig krasse Sache, die ich euch zeigen kann. Aber ich will halt nicht zu viel verraten. Aber wenn das was wird,
Dann wäre das, glaube ich, mein absoluter Lieblingsdino, wenn der dann kommen wird. Also das wäre echt krass. Wir werden mal gucken, das wird eine Überraschung. Ich würde einfach den hier auch mal hauen. Ah, du bist schon down. Schade. Ja, kommt hier halt alle mit. Lecker Schmecker. Wir nehmen den Tapajara, glaube ich, auch mit. Ja, komm, wir nehmen den auch mit. Wir gönnen uns einfach mal, wir zählen hier wieder alles. Es geht wieder los. Ist halt, Level 60 ist halt mega kacke. Ich mag die Farben einfach extrem. Und ich glaube, wir werden Tapajara sowieso in der Season wahrscheinlich nicht so wirklich benutzen. Hast du Primeape? Bitte sag mir, dass du Primeape hast. Hast du Primeape? Oh mein Gott, das ist ein zugemülltes Inventar auf jeden Fall. Ja, du hast auch Primeape. Easy. 12.000 sogar. Das ist mehr als genug. What? Wo kommt der her? Oder was beißt du da rum auf dem Lieber? Halt auf jetzt. Lieb sein. Lass mich raus, Ares. Ares. Okay, danke. So. Hey, was geht so? Du bist sowieso immer ein bisschen schläfrig. Wahrscheinlich können wir den gar nicht richtig benutzen, weil er halt die ganze Zeit pennt, aber. Ich würde ihn zumindest mal testen wollen. Zähmst du? Ja, du zähmst du halbwegs. Okay. Nächster Kandidat. Du hier. Auch ein bisschen Filet haben, mein Freund? Nur das Beste für dich. Taming Potion. Zack. Isst du? Ja, du isst. Isst du jetzt auch? Nein, du isst nicht. Ich habe keine Ahnung, warum du nicht isst. Aber das ist nicht schlimm. Vielleicht hast du einfach gerade keinen Hunger. Obwohl du eine Potion bekommen hast. So, da. Hä? Hä? Was zum Teufel? Das war der größte Lag ever. So, da. Da. Willst du auch was essen? Ihr habt alle nichts. Oh doch, du hast doch Lust zu essen. Hey Spido, du hast wieder geschrien, obwohl du gar nicht geschrien hast. Gut so. Du kannst schon mal nach Hause. Zu deinen anderen Dino-Kollegen. Aua. Nein. Mantis, warum ich denn? Ares, lass mich bitte. Och, Ares, warum blockst du mich immer so? Ares. Okay, der blockt aber den Mantis auch. Das ist die perfekte Kombo. Easy peasy. Was ist mit dem Tapajara? Hallo? Oh Gott, warum laggt's gerade so? Nein! Was passiert hier? Ich habe Angst. Oh! Puh! Okay, irgendwas passiert hier gerade und das ist nicht gut. Vielleicht haben wir auch gerade einfach nur extrem viel Polymer abgebaut. War das viel Polymer? Poly. 6.000? Was hier? Ich von dem? Ich habe nicht gesehen, wie viel wir von dem bekommen haben. Ich finde das unglaublich, dass. Was war das gerade? Der ist einfach aufgestanden auf einmal, obwohl er doch gar nicht fertig gezähmt war. Oh, du bist so, oh Junge, du bist so schön. Oh, den finde ich ja Hammer. Den finde ich richtig Hammer. Vielleicht müssen wir ihn doch komplett upgraden und mal ausprobieren. Den finde ich übel schön. So, du gehst aufs Dach. Tschüssi. Wie sieht's bei dir aus? Oh, du bist auch fertig gezähmt, aber du schläfst halt einfach. Kannst du auch aufstehen? Kann man dich auch reiten? Kann man. Willst du schnell wieder schlafen? Oh mein Gott, du bist so langsam. Oh, du bist so langsam. Oh nein. Oh nein, du wirst wahrscheinlich nur in unserer Base liegen und schlafen. Habe ich da so ein gutes Gefühl? Ja. Tschüss. Aufs Dach mit dir. Und du kannst zu deinen anderen Dino-Kollegen. Und dann haben wir hier wieder alles leer gezähmt, was wir zähmen wollten. Perfekt. Läuft ja wieder richtig mit. So. Haben wir Coco? Coco? Nein, wo ist Coco? Ah, da. Coco, ich rette dich vor dem bösen Mantis. Komm mit. Wir gehen wieder nach Hause. Okay, ich würde sagen, aber den Spino würde ich schon ganz gerne ausprobieren. Wir haben immer noch die Rex zu Hause stehen, den ich gerne testen wollen würde. Es gibt Dreadful You Tyrannos. Ach du Schande, Mann. Es gibt so viele krasse Sachen. Ja, ich würde sagen, wir testen den Spino mal aus. Bis gleich. Leute, da sind wir wieder mit einem fliegenden Megalosaurier. Das ist einfach ein Magiarosaurus, glaube ich. Wenn ihr einen Namen habt für den Megalosaurus, für unseren wundervollen Tapajara, den ich hier schon gegeben habe, weil ich den gleich mal ganz kurz testen wollte, und für unseren Spino, dann schreibt die gerne in die Kommentare, dann suche ich mir was Schönes aus. Unser Spino sieht schon. Der Spino sieht halt unglaublich aus. Ich finde, der Spino sieht richtig nice aus und ich finde, der Tapajara sieht auch mega nice aus. Wow. Okay, anscheinend wird uns der Server heute echt quälen. Schade. Aber wir testen zumindest mal ganz kurz. Macht der ein bisschen Schaden? Ich glaube fast nicht. Ah, der ist halt auch Level 60.
2000 Schaden mit Level 60 ist nicht so schlecht. Das ist echt nicht so schlecht. Da habe ich viel, viel Schlimmeres erwartet. 2000 Schaden mit Level 60? Da können wir halt auch noch richtig viel rausholen. Ich liebe die Farben an dem, ne? Aber rot-schwarz, ihr kennt mich. Mann, rot-schwarz, da werde ich halt. Ich finde es einfach schön. Ist einfach eine mega schöne Kombo. Und an so einem schönen Tier ist das einfach noch eine schönere Kombo. So. Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich für den Spiel nur noch einen Saal. Oder? Ja, brauchen wir. Verdammt! Okay, gehen wir gerade schnell zurück. Gucken mal, ob wir den schnell craften können. Loop. Ab in die Base. Hallo, Megalosaurus. Zack. Und Spido. Einfach Spinosaal. Zack. Ah, ich finde das gut, dass die nicht immer lange craften. Das ist echt nett von dem Modmacher. Dankeschön dafür. Hallo. Danke. So, gehen wir mit dem mal schnell los. Unser Jibbo hat gerade Töne gemacht. Es ist ja kein Unwetter, okay? Hör auf, hier solche Geräusche zu machen. Wir sind hier nicht auf Scorched Earth. Und jetzt teleportieren wir uns in das böse Gebiet, würde ich sagen. Oder passt der Saal überhaupt? Das testen wir zuerst. Nicht, dass wir hier weggehen und der Saal passt nicht. Zack. Passt. Easy. Alte Base, wir kommen. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass wir hergezogen sind und dass wir das. Vor allem dieser eine Umbaustream hat so viel ausgemacht. Ich habe mich nämlich hier nicht wohlgefühlt, weil ich einfach ständig in irgendwelche Dinos reingelaufen bin. Und jetzt ist das halt so, sowas von viel besser. Hallo. 33.000? Rechtsklick? Ich glaube, dass da eigentlich Flammen rausgekommen wäre, weil den Prime Dinos ist es meistens so. Ich glaube, der Prime Rex macht auch Flammen. Und ich glaube, dass hier eigentlich auch Flammen rausgekommen wären. Wir testen mal, ob das Schaden macht. Okay, das macht keine. Sch das schubst den nur weg. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab den richtig weggebockt. Hier, verpiss dich. Okay. 33.000 ist halt echt nicht schlecht. Aber ich würde als erstes ein bisschen Movement Speed scalen, weil wir sind so verdammt langsam. Und woher habe ich so viele Level? Level Counter, wo bist du? Da. Movement Speed 250 machen wir mal und dann Rest of Damage. Ja, was haben wir Großes gekillt? Der Alpha Megalodon? War der es vielleicht? Okay, die Movement Speed ist schon deutlich besser. 322.000. Wir müssen halt überlegen, das ist halt einer von Eternal, also Eternal hat sowieso nicht so mega abgedrehte Werte, wie Primal 4 zum Beispiel. Und du bist mega schön. Du bist 580. Aber ich werde jetzt nicht dich irgendwie Passive Tame oder sowas. Junge! Der Spiro ist nice. Ich finde ihn richtig nice. So, Alu, du kommst jetzt mal her und gibst mir ein bisschen Erfahrung, okay? Wir können, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Movement Speed skillen. Das geht schon klar. Hallo, Mr. Motte. Ah, den Pups musst du jetzt noch eben rauslassen, um mich zu verlangsamen, ne? Dankeschön. So, machen wir 300. Und. Oh, wir sind schon fast ausgelevelt vom Schaden, okay. Er kommt ja nicht mehr so mega viel. Was ist da? Okay, das ist so ein Reckless Raptor. Dieses komische Flackern ist halt immer noch nicht weg. Und ich weiß auch echt nicht mehr, was ich da noch gegen machen soll. Aber es haben ja schon ein paar kommentiert, die haben dasselbe Problem. Von daher bin ich ganz froh, dass das so ist, weil sonst wäre ich, glaube ich, durchgedreht, wenn ich das nicht wüsste. Weil das ist echt. Also mich stört das halt übel, dass ich in den Aufnahmen halt so ein Flackern drin habe dadurch. Aber ich habe schon Ragnarok neu installiert, ich habe schon Ark repariert, ich habe schon Ark neu installiert, ich habe schon meine Grafiktreiber geupdatet, ich habe eigentlich alles Mögliche probiert. Also ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Wenn jemand dafür, wow, wenn jemand dafür eine Lösung hat, dann darf er mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr lieb. Da wäre ich auch sehr dankbar drum, wenn ihr da irgendeine Lösung habt. So, gehen wir hier noch eben hin. Giga, hey. Giga, tschüss. Gehen wir noch zu dem Giga da oben. Wenn wir da hinkommen. Ja, wir kommen da hin. Das mochte ich als Spieler schon immer, dass sie immer so halbwegs überall hochspringen konnten irgendwie. Und das hat uns wahrscheinlich richtig viel Erfahrung gegeben. So, schadensmäßig sind wir durch. Movement Speed gehe ich noch ein bisschen höher. Wir kämpfen
kennen mich, Move and Speed ist nie genug. Leben, und da müssen wir auf jeden Fall mal ein Dino Aid reinfangen. Oder auch 5. Und erwünscht Leben komplett aus. Zack. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, ihn zu upgraden. Ich glaube nicht. Da sind mir fast die Stat-Tokens ein bisschen zu schade für. Weil der wird halt höchstens, ich denke mal, allerhöchstens 700.000 machen. 700.000 oder 800.000. Und das ist halt nicht so mega krass. Aber der sieht halt extrem schön aus. Und ist auch echt nicht so schlecht. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Aber sage ich in letzter Zeit immer, aber ich habe echt Schlimmeres erwartet. Irgendwie denke ich nämlich immer, dass die Eternal Dinos halt zu gar nichts in der Lage sind, so im Gegensatz zu den anderen Mods, die wir drauf haben. Aber der ist schon echt ganz nice. Vor allem wir one-shotten halt echt das meiste, was hier ist. So einen will ich irgendwann auch noch, aber Level 80 nicht unbedingt, der kommt mir nicht ins Haus. Und du willst auch noch auf den Sack? Ja komm, dann kriegst du auch noch auf den Sack, wenn ich irgendwann den Bauter abgebaut habe. Hier, zack, zack, zack. 37.000, was willst du tun? Hat er einen C-Angriff? Nein, hat er nicht. Okay, dann greif mir einfach weiter an. Wie viel Leben hast du noch? Du hast noch viel zu viel Leben, oh mein Gott. Lava Golem ist der Endboss. Woher haben wir jetzt Apex Blood bekommen? Welcher Apex ist hier gerade gestorben? Eines Tages, ne? Dann bist du down. Jetzt bist du down. Dankeschön. Easy peasy. Aber Leute, ich würde fast sagen, das war's für die Folge. Wir haben richtig coole Tames. Oh mein Gott, das sieht schmerzhaft aus. Das sieht, Leute, das sieht schmerzhaft aus. Guckt euch das an, wo ich da den Stab von den Spino stecken habe. Das ist nicht lecker. So, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Vor allem, dass ich am Wochenende jetzt auch so die Folgen rausgehauen habe. Ich hoffe, das ist alles eine schöne Sache für euch. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag. Und tschüss.